Liebe Zuseherinnen und Zuseher, darf Sie diese ersten Adventswoche wieder zu einem geistlichen Impuls begrüßen. Es gibt Wegbegleiter auf dem Weg zur Krippe. Einer davon wird uns am kommenden Sonntag im Evangelium begegnen. Es ist Johannes der Täufer. Der spät empfangene und geborene Sohn von Zacharias und Elisabeth, ebenso wie Maria, erhält auch Zacharias im Tempel eine Botschaft von Gott durch den Engel Gabriel, der ihm verkündet, dass er in seinem Alter und ebenso seine Frau noch einen Sohn geschenkt bekommen wird. Er glaubt es nicht und darum verstummt er, ehe nicht Johannes geboren ist und er seinen Namen auf ein Wachstäfelchen schreiben wird. Sein Name ist Johannes, Geschenk Gottes. Johannes ist ein besonderer Mensch von seiner Geburt an. Schon im Mutterleib erkennt er, dass der Messias nahe ist. So deuten die Väter den Freudensprung, den Strampler des Johannes im Leib seiner Mutter als Maria mit dem Jesuskind unter dem Herzen Elisabeth besucht. Johannes ist ein besonderer Mensch in seinem Leben. Er lebt als Prophet in der Wüste. Gott gibt ihm seine Aufgabe und diese Aufgabe heißt, das Herz des Volkes zu bereiten für die Ankunft des Messias. Und Johannes nimmt diese Aufgabe wahr. Er spricht zu den Menschen, er verkündet, und zwar mit Worten des Gerichtes. Wenn wir uns die Klientel anschauen, die da zu Johannes kommt, es sind die, die am Rande der Gesellschaft leben. Die Zöllner, die Sünder, die Dirnen, die öffentlichen Sünder also. Es sind jene, die wissen, dass sie so tief in der Tinte sitzen, dass ihnen nur noch Gott aus dieser Tinte heraushelfen kann. Daher kommen sie Johannes, hören sein Wort und lassen an sich die Bußtaufe, vollziehen die Taufe der Umkehr, der Lebenswende. Auch die Pharisäer kommen zu Johannes, diejenigen, die der Umkehr scheinbar nicht bedürfen. Sie wähnen sich sicher, aber Johannes verkündet auch ihnen das Gericht. Er nennt sie schlichtweg Schlangenbrot und es kommt auch der Taufe eigentlich nicht bedarf. Es kommt der Herr selber zu ihm. Der Herr stellt sich in die Reihe der Sünder, weil er das Lamm Gottes ist, der die Sünde der Welt hinwegnimmt. So wird Johannes auf ihn weisen. Und als Jesus aus dem Wasser des Jordans wieder auftaucht, öffnet sich der Himmel, der Geist Gottes lässt sich wie eine Taube auf ihn herab und die Stimme des Vaters ertönt, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Jesus zieht sich noch einmal in die Wüste zurück, bevor er öffentlich zu wirken beginnt. Johannes sagt von sich, ich bin die Stimme des Rufers in der Wüste. Die Stimme wird verhallen. Ich muss abnehmen, sagt Johannes, damit du zunehmen kannst, damit du wachsen kannst. Sein Dienst ist mit dem öffentlichen Leben Jesu zu Ende gekommen. Und Johannes erleidet das Schicksal eines Propheten, nämlich den gewaltsamen Tod. Wer heute eine Jordanienreise macht und nach Machairos kommt, der sieht den stolzen Tempel des Herodes, beziehungsweise das, was von diesem Tempel übrig geblieben ist, drei Säulen, die in der Ferne in den Horizont ragen. Und dort, der Überlieferung nach, gut erhalten, das Felsengefängnis, in dem Johannes aufgrund der Schwüre des Herodes und des Tanzes der Salome
hingerichtet wurde, enthauptet wurde. Erinnern Sie sich des großen Altargemäldes von Matthias Grünewald? Vielleicht waren Sie schon einmal in Colmar im Museum unter den Linden, wo dieser wunderbare Isenheimer Altar aufgestellt ist. Dort sieht man die Kreuzigungsszene. Ganz anachronistisch, fast in einer Gloriole, steht Johannes unter dem grausam Gekreuzigten, dessen Leib entstellt ist, und zeigt mit einem lang ausgestreckten Zeigefinger auf ihn: Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Dieses Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, das wissen wir, das feiern wir, ist zu Weihnachten geboren. Aber wir werden ihn auch am Ende der Zeiten wieder erwarten. Den, auf den Johannes mit seinem lang ausgestreckten Zeigefinger hinweist. Christus, den gekreuzigten und dann gekrönten Messiaskönig, der richten wird die Lebenden und die Toten in seinem Gericht der Barmherzigkeit. Bleiben Sie behütet und bleiben Sie gesund und feiern Sie in freudiger Erwartung des Herrn diesen Advent.